Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibärmeinung. Wir sind heute beim 64. Tag, den 18.11. und wir spielen auch gleich gegen Zerg, ohne groß rumzureden. Es ging auch gleich los, keine Ahnung. Ich habe gerade angedrückt, dann ging es los. Ich konnte mich gar nicht richtig vorbereiten auf mein, was ich sagen möchte. So, wir spielen gegen Zerg. So, Glack hat Fun. Wir sind in der Season-Sperre, also wir bleiben erstmal in Dia 2, da. Ja, da die Season gleich bald vorbei ist. Theoretisch morgen? Ne, übermorgen. Übermorgen. Oder übermorgen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. So, wir spielen gegen Zerg. Das ist eigentlich kein. Also, ich mag die Map eigentlich nicht. Weil die für Protoss nicht so gut ist, glaube ich. Jedenfalls für mich nicht. Ich habe Probleme auf der Map. Aber egal. So, wir spielen unser Standardbild mit Exe, Gate, Gas, Exe. Werden ein bisschen Flieger-Res machen. Und ja. Der geht runter, baut uns unsere Echse. Pool hat er gerade erst gebaut. So, wir sind ein bisschen mit der Echse wahrscheinlich eher dran als er. Jetzt mal der. Ah, jetzt hat er seine Echse erst. Oder drei Echsen. Also zwei N. Ah, nicht drei Echsen. Drei Bases. Also zwei Echsen. So, nur zumachen. Und dicht. Ist schon mal gut. Nö, hat keine weitere Echse. Ist gut. Ist nur das. Vielleicht doch. Doch, er fällt drauf ein. Ich werde nicht. Linge. Oh, Stock. Da kommen Linge, da kommen Linge. Oh, nicht kurz. Schön safe. Wir wissen halt nicht, ob er jetzt nochmal nachschiebt, aber das werden wir gleich rausfinden. Er schiebt nochmal nach. Ehre den Dalai Lama. Kalt ist die Ehre. Vorwärts, gib uns einen Auftrag. Ich bin. Obwohl, das kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Nee, diesen kriegen wir wahrscheinlich nicht. Schlaft auf. Wir dienen mit Stoff. Was wünscht ihr? Dimensionalstrecke. Forschung abgeschlossen. Es ist vorherbestimmt. Wo werden wir gebraucht? So, wir müssen gucken, ob er eine dritte genommen hat. Und wo noch mehr Orakel. Und wir haben viel zu viel Mineral. Feindkontakt. Für den Ruhm. Niemand kann uns aufhalten. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Dajur wird erneut Schnell weg. Unser sein.
Okay, sieht nach Roaches aus. Die Templer rücken vor. Ihr sucht Führung. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Wir warten. Najas, wie kann ich euch helfen? Unsere Schicksale sind vereint. Orakel empfangsbereit. En Arudin Rashadal. Boah, ich hab so viel Minereien, ey. Uns entdeckt. Ich hab viel zu viel Minereien. Wenn er jetzt mit Roaches kommt, sind wir echt am Arsch. Hat er mich da eigentlich erwischt? So begegnen wir unserem Schicksal. Eure Sonden werden angegriffen. Hm. Das Zeitfenster ist klein. Die Stränge des Kontakts. Orakel empfangen. Oh. Unsere Schicksale, wie kann ich euch hier in die Schatten? Die Sterne stehen gut. Ein Omen? Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ich bin hier in die Schatten. Ich verstehe. So. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich hab's nämlich Gas. Hab ich auch nur eins genommen, aber. In Arudin rascht die Sucht Führung. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Wir deuten. Eure Sonden werden angegriffen. So, warum haben wir den Kolosse? Ihr benötigt mehr Wissen. Ja, zu wenig Gas. Das ist euer Beginn. Ich bin ein Mineralienfeld erschöpft. Ein Omen? Ich bin hier. Wir haben auf jeden Fall seine Echse gekriegt, aber das Problem sind halt die Eingegrabenen jetzt. Das, was ich halt echt beschissen gespielt habe, meine. Zu wenig Gas. Keine Kolosse. Basis wird angegriffen. Das zeigt Last. Ihr sucht Führung. Schlecht. Der Kampf ist rum. Shit, 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 shit. Shit. Basis wird angegriffen. Eure Sonden werden angegriffen. All in. Ihr habt nicht. Ach, warum sind hier noch Linge? Mein Leben für Ayur. Basis wird angegriffen. Ihr habt nicht genügend. Ich hab keine Minereien mehr. Ja, das ist durch. Mineralienfeld erschöpft.
Ah, GG. Oh Mann, lief so gut. Dann habe ich so einen Scheiß gespielt am Ende. Ich hatte auch viel zu viel Mineralien, also gut war er jetzt nicht, aber ich war richtig schlecht dagegen. Das war auf jeden Fall ein Smurf-Account. War auf jeden Fall Two-Base All-In. Das hätte mir schon auffallen müssen, wo in der zweiten keine Blöcke dran waren. Der hätte ich schon. Aber wie gesagt, ich hätte ja auch meinen Koloss-Tag verkackt. Und irgendwie habe ich gerade alles verkackt gehabt. Also jetzt versuchen wir mal wieder ordentlich zu spielen und ja, spielen gegen Terraner. Kriegen wir auch platt. Okay. Da haben wir gerade einen Sieg für Lau gekriegt, was total Blödsinn ist. Ist doch bestimmt einer, der sich runterrenken lässt. Ja, war ein Meisterspieler und der geht jetzt nach unten. Das ist Blödsinn, ey. Finde ich nicht gut sowas, aber was willst du machen? Ich verstehe halt einfach nicht, warum die Leute nicht einfach dann spielen normal, anstatt sich... Das hilft dir doch selbst nicht. Wenn man sein MMR absichtlich runterdreht. Was hilft denn das einem? Gar nichts. Wird man auf jeden Fall nicht besser. Wenn man gegen schlechtere spielt. Es ist immer besser, gegen bessere zu spielen, wenn man von denen viel mehr lernen kann und halt auch besser vorbereitet sein kann darauf. So, jetzt haben wir aber endlich einen Terraner-Gegner. Wieder auf der hässlichen Map. Ich hasse die Map, ich mag die eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die wegfällt bei der nächsten Season. Ah ja, stimmt. Ihr seid ja theoretisch schon in der nächsten Season, wenn ihr mein Video seht. So, wir spielen gegen Terraner. Sicher. Lieber nochmal nachgucken. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, gegen Terraner spielen wir auch immer Flieger. Definitiv Flieger. Ich perfekt aufbauen. Obwohl ich die eine Sonne zu früh weggeschickt habe. Also runtergenommen habe zum Pylonenbauen. So, wir nehmen jetzt auf jeden Fall die Echse als nächstes. So, er spielt normal Standard. Ein Gas, bleibt bei einem Gas und wir gehen wieder aus. Auf jeden Fall gleich noch einen Pylon bauen unten. Und wo ist nochmal unser Worker? Oh, wollt ihr mir gerade Gas klauen oder was? Zack, komm. Bäm, 1-0. 2-0 eigentlich. Ich bin hier in den Schatten. Was
Das ist euer Beginn. Und tot, perfekt, mehr will man doch gar nicht. Oh, was ist denn jetzt los? Kalt ist die Liebe. Ich bin. Ich bin. Kann man das wieder verlieren? Wow, wir leben noch. Ich bin die Stimme der. Ihr seid auf mich. Ich könnte noch mal hochgucken mit der. Ihr habt nicht genug. Eure Sonden werden angegriffen. Favorites hat er. Zwei. Wir gehen noch mal gucken. Ja, cool. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Pylon, den wir auf jeden Fall brauchen. Und wir wussten noch mal unser Dingsbums, wisst schon. Wir sind eins mit dem Schatten. Und nur zwei Marines, sehr schön. Viele Marines, schnell weg. Forschung abgeschlossen. Was ist doch, ich bin das Herr. Viel zu viele Marines. So, Forschung ist abgeschlossen. Sehr viele Marines, ne? Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Könnt ihr auf jeden Fall mal ein paar Sachen gebrauchen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Marines. Der Weg ist klar. Den habe ich noch gekriegt. Und nach Hause. Ich bin hier in den Schatten. Wo ich jetzt schon längst einen Void bauen müssen. Zu viel Gas, zu wenig Gas. Ihr benötigt mehr. Ihr benötigt mehr. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Ehre den Dalai Lama. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Muss auf jeden Fall darauf achten, dass nicht noch jetzt welche kommen, ne? Ja, ein Scan ist halt scheiße. Extrapoliere Stränge. Ihr habt Prismakern online. Unsere Schicksale sind. Hoffentlich stehen sie nicht vor der Tür. Hoffentlich stehen sie noch vor der Tür. Ziemlich viele Marines. Ich muss auf jeden Fall aufbauen. Noch ein Void. Bündelt das Licht, Ayurs. Noch mehr Pylonen. Jetzt kommt er. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin. Ja, definitiv. Erneut ihn. Und oben. Hat uns entdeckt. Shit. Fairer Dank. Schnell zurück. Geld. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Energie. Shit! Hab ich selbst ausgesperrt.
Ach. Online. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Shit. Kommt doch dran. Prismakern online. Ich auch. Ja, genau. Ihr habt nicht, ihr benötigt mehr Mineralienfeld erschöpft, nicht genügend Energie. Mineralienfeld, ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Nicht genügend Mineralien. So, warum gehen wir langsam ins Blink? Nicht Blink. Yes. Ihr habt nicht. Storm. Siravec, Krayor. Verstanden. Hier brauchen wir langsam das hier. Ach, ich hab auch das Upgrade vergessen. Angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Prismakern mein Leben für Ayur. Noch eine Echse. Ihr habt nicht Upgrade durchgeführt. Upgrade durchgeführt. Ich bin ein Koloss. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mehr Vespingas. Kassar, die Templar. So, Storm. Prismakern online. Ja. Die Verschmelzung ist. Basis wird angegriffen. Benötigen Unterstützung.
Charisma-Kern online. Ist mein Ex erwischt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mein Leben für Ajur. So, die Tempel. Der Storm ist auch gleich durch, das ist gut. Mineralienforschung. Mein Leben für Ajur. Oh, ich brauche mehr Geld. Viel mehr Geld. Dein Leben für Ajur. Vespin-Geysir erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ach, Leben für Ajur. Ghost. Entaro Tassala. Ihr benötigt mehr Vespingas. Kassar, die Templar. Euer Denken gleicht dem Mein. Feld erschöpft. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für Ajur. Unser Teil. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Mein Leben für Ajur. Mineralienfeld erschöpft. Erklärt euch. Mein Leben für Ajur.
nicht genügend Mineralien. Auf jeden Fall noch eine extra unbedingt. Und Vespin-Geysir erschöpft. Ihr benötigt mehr Vespin-Gas. Vespin-Geysir erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur! Erneut dienen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Erneut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Erleuchtet mich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mehr Vespin-Gas. Mein Leben. Versagt. Mein Leben für Ajur. Ulak. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Erneut. Mein Leben. Versagt, die Templar. Ach. So die. Wir stellen uns der Dunkelheit. Erklärt. Angegriffen. Erleuchtet mich. Euer Denken. Wie ich die Dinge hasse. Ah, GG. Ach. Ja, da kommen ja dann diese. Naja. Der war echt gut, der Terraner. Ja, nicht schlecht. Aber ressourcentechnisch war weit vorne. Das ist halt normales Terraner. Ich habe hier den Punkt, hätte ich hier nachbomben können. Dann hätte man vielleicht fertig gemacht. Aber so. Aber auf jeden Fall gut. Na, ja, haben wir mal wieder ein paar Spiele verloren heute. So, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, euer Mutibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutibär. Tschüss.